Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen, denn der war richtig spannend. Und wir nähern uns allmählich ja auch dem Ende dieses Spiels. Der die Welt verändern wollte. Und er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. Und dann... Er schickte mich fort. Damals, in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Nun gut. Schade, dass du nicht sterben darfst. Tja, als ob ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich das so auf mir sitzen lasse, oder? Na, Kollegen. Oh Mann, ihr seid doch wirklich Lappen. Was glaubt ihr eigentlich? Denkt ihr, ich lasse mich so leicht fangen? So. Dann komm mal her. So, Limit für eliminierte Route 0 von 15. Alle sollten eliminieren. Naja, aber dann ist das optionale Ziel doch echt Käse, oder nicht? Naja, okay, gut. Was soll's? Dann erledige ich euch halt. Dann kommt her. So. So. Oh nein, 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 du schießt nicht auf mich hier. So, dann bin ich den schon mal los. Ey, Kollege, nicht so frech. Obwohl ich sagen muss, so in der Kämpfermontur sieht das schon cool aus. Was der mit der Frisur. So schlecht sieht sie jetzt nicht aus, aber nun gut. Na, ihr Kollegen, kommt doch her. Ja, nix da. Du schießt nicht auf mich. So. Und jetzt kommst du noch her. Und anscheinend musste man die echt erledigen. Jetzt hat man nur noch zwei. Jetzt darf man nur noch einen erledigen. Das ist ja fies. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Okay, das war's mit ihr. Dann versuchen wir ihn nochmal einzuholen, ne? Und wie ich sehe, ich habe ja auch mit den Uplay-Punkten so einen zweiten Pistolenschaft freigeschaltet. Da könnten wir eigentlich auch noch was reinstecken. Nun gut, was soll's. Dann auf geht's. Wir wollen den einholen, obwohl wir füttern mal hier so ein Schweinchen. Ja, und so, ne? Ja. Guten Hunger. So. Und dann finden wir den nochmal. Den Charles Lee, denn wir lassen ihn nicht davonkommen. Nächster. Wovon träumst du eigentlich nachts, dass ich stehen bleibe oder wie? Ah, nee, Witz. Als ob.
So. So. Dann tauchen wir doch gleich mal unter. Ich darf nämlich nur noch einen Rotrock eliminieren. Und, naja, wenn ich das optionale Ziel jetzt nicht schaffen sollte, auch nicht schlimm, aber nun gut. Man kann es ja immerhin versuchen, ne? So, ach, wir müssen eh noch ganz da hinten. Wie ich gerade sehe. Schade, dass man hier nicht auch mit so kleinen Booten fahren kann, wie in Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Aber naja, man kann ja nicht alles im Leben haben. So, aber ist es eine schwimmende Festung da hinten oder bilde ich mir das nur ein? Aber okay, soll mir recht sein. Meine Güte, dauert das lange. Das ist echt ein Schiff. Krass. Ein Schiff, wo mal eben so ein Haus draufsteht. Naja, okay. Da hat er sich dann wahrscheinlich versteckt. Diese feige Sau. So, Limit für eliminierte Rotorik 13 von 15. Ja, aber ich glaube, wir haben sogar einen Fehler gemacht. Wir hätten die Typen... wir mussten die Typen eben eliminieren. Und ich glaube dann halt, dass... Ja. Ja, oder wir hätten die nur ausnocken können. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was wir denn da machen können. Aber okay, was soll's. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Komm, Connor. Warum bewegst du dich jetzt nicht? Ah ja, manchmal verstehe ich deine Logik nicht. Ah, jetzt geht's, okay. So. Charles Lee, ich komme. Ich weiß, wo du letzte Woche warst. Haha. Es gibt ja so einen Film, glaube ich, der nennt sich doch so. Oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so. Ach, kein Plan. So. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Entdecken zur Desynchronisation führt. Aber okay. Nein, ich will da nicht reinspringen. Okay. Ja, und jetzt kommt Connor hier noch nicht mal hoch, oder wie? Ist doch unfair. So. Oh, ist das scheiße. Sag bloß, wir müssen jetzt hier wieder komplett hoch. Oh, nee. Das kann doch jetzt nicht angehen. Ach, wir kommen auch über das Seil hier hoch. Hätte ich das mal früher gewusst. So. Kommen wir hier hoch? Nee, kommen wir nicht. Ah, da kommen wir auch nicht hoch. Meine Güte, ist das kompliziert. So, dann auf ein neues. Diesmal schaffe ich das aber. So. Wenn die mich jetzt entdecken, laufe ich einfach durch. So. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt machen müssen. Oder was steht da? Wartet mal kurz. Den Captain belauschen. Ach so. Die werden mich zu Lee führen. Ah ja, stimmt. Ach, der ist hier gar nicht drauf, sondern... Ah, Hilfe. So. Ach so, hier am Fenster kann ich also auch bleiben. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Wir sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Okay. So, dann auf geht's nach da hinten. Jetzt frage ich mich nur, wie wir da entlang kommen wollen. Da, Hilfe. Den könnten wir ja noch eliminieren, das will ich aber eigentlich nicht. So. Ich kletter einfach mal hier entlang. So, na Mann, Connor, kannst du nicht hier an der Seite entlang? Ja doch, geht doch. So, und ich glaube, hier müssten die uns ja nie sehen. Na komm,
Ja, geil, genau. Der entdeckt uns mal eben. Logisch. Ach. Also dürfen wir wirklich nicht entdeckt werden. Klasse. Okay, dann halt auf ein neues. Ja, geil. Connor Bugs jetzt hier etwa fest? Cool. Der Wahnsinn. Oh, das gibt's doch nicht, oder? Ernsthaft? Ich hoffe, hier kommen wir hoch. Ja, kommen wir, jawohl. Ich dachte jetzt schon, wir müssten wieder komplett außen rum. So. Bleib stehen! Wow. Hey! Ich dulde keine Gauner in meinem Bereich! Aha, whatever you say. Müssen die jetzt ernsthaft nach mir suchen? So. Wir versuchen jetzt nochmal zu eliminieren. Weil der entdeckt mich hundertprozentig. Warte einen Moment! Schnitzel! So. Dich haben wir noch. Und jetzt geht's hier weiter entlang. Jetzt dürfen wir aber echt keinen mehr eliminieren, wenn wir das optionale Ziel auch noch schaffen möchten. So. Ich hoffe, wir können auch wieder von der Seite irgendwie die belauschen. So, okay, das könnten wir, glaube ich. Wow. What the? Da steht zwar noch eine Wache, aber okay. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Es sollte euch auch leid tun. Wir kamen diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Nun gut, ja, Green Dragon Tavern, da waren wir ja auch damals mit Haven und so von der Hammers Jersey entkommen, ohne einen offenen Konflikt auszulösen, den Captain der Hammers Jersey eliminieren. Was stand da? Und das Limit mit den Rotröcken. Ja, ich glaube, wenn wir den Rotröck jetzt eliminieren, dann haben wir über die Arschkarte, oder? Oder? Nein, ich wollte nicht dich hier ranpfeifen, du Pfeife. So. Den eliminieren, ohne einen offenen Konflikt auszulösen. Hm, wie machen wir das denn? Ja, jetzt ist guter Rat echt teuer. Aber ich hab ne Idee. So, mal gucken. Ich weiß, das ist vielleicht eine vollkommene Schnapsidee, die ich hier gerade vorhab. Ja, okay, wir... Jawohl. Also, okay, gut. Schade, das eine optionale Ziel nicht mehr geschafft. Ohne einen offenen Konflikt auszulösen, hat uns wohl einer doch noch entdeckt. Schade. Aber immerhin, 2 Synchro-Punkte haben wir geschafft. Super. Ach cool, wir wurden hier direkt an Land befördert. Das ist ja praktisch. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten... Oder? Soll ich den Part beenden? Ach nee, komm, wenn wir jetzt einmal dabei sind, dann machen wir das hier auch zu Ende. Ich meine, wäre doch jetzt zu doof, den Part zu beenden. So, dann machen wir uns auf die Socken nach da hinten. Ich markiere das Ziel mal. Können wir da nicht irgendwie schneller hinreisen? Ah ja, genau, wir müssen eh ins Grenzland. Okay, doch, wenn, je nachdem, wie weit das dann entfernt ist. Ach, wir müssen ja eh nach Boston, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, diese Green Lantern Taverne, das ist ja in Boston. Dann können wir da doch eigentlich direkt hinreisen. Also ich glaube zumindest, dass das in Boston war, sonst würde es uns ja in New York angezeigt werden. Nee, ich möchte nichts dafür kaufen. So. Nach Boston müssen wir, soweit ich weiß. Da war das ja. So, und dann gucken wir mal. Jawohl, ich hatte recht. Klasse. Nee, ich möchte die Hauptmission markieren. So. Und dann laufen wir da mal hin. Findet sich ja auch recht in der Nähe. Ach ja, Boston. Das schöne Boston. Hier standen wir, glaube ich, damals und haben auch ein Attentat begangen, als Haven das Bostoner Massaker ausgelöst hat. Das war, glaube ich, das Gebäude. Alte Erinnerungen. Ach ja. So schnell kann ein Let's Play mal wieder vorbeigehen von Assassin's Creed 3.
Ich bin ehrlich gesagt aber auch froh, wenn es zu Ende ist, weil ich kann es selber für mich spielen, lagfrei, mein PC ist ja nicht mehr der Beste. Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, dass es im Endeffekt noch alles so gut geklappt hat. Und nun ja, ich bin froh, wenn ich es für mich selbst nochmal spielen kann oder und dann auch erstmal meine Ruhe habe. Nun gut. So, ja, jetzt müssen wir... Toll. Jetzt habe ich einmal komplett auf die andere Seite. Deshalb bin ich ganz froh, wenn das Let's Play vorbei ist. So. Ja, ja, ja. Chill dein Leben, Bro. So. Guten Tag. Tür öffnen. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Ah, den kennen wir doch. Das ist doch diese Tusse, oder etwa nicht? Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Mann. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Oh. Vielen Dank. Super. Okay, dann bin ich den Part wohl lieber doch hier. Dann, denn das ist dann wirklich zu lange. Lee in der Nähe des Hafens finden. So. Oder? Nee, das zählt noch zur Mission. Das heißt, ich mache es doch noch. Wie weit ist der Hafen denn entfernt? Och, gar nicht weit. Nun gut, dann machen wir uns auf die Socke. Auf die Socken. Meine Güte, was das für eine Hetzjagd ist. Man hetzt ja wirklich nur noch hin und her, um diesen Lee zu finden. Der, Frameinbruch. Er scheint ja wirklich eine panische Angst vor uns zu haben. So. Aber okay, hätte ich auch. Wenn ich Lee wäre... So, was ein dichter Nebel. Und wo befindet der jetzt sich jetzt denn, bitteschön? Sag mir jetzt nicht, der schon wieder auf offenen Gewässern und ich darf mal wieder hier irgendwie schwimmen gehen. Ach, wieso frage ich eigentlich noch? Ich glaube ja schon. Ach nee, wir hätten auch einfach an die andere Seite laufen können, darüber. Aber okay, dann schwimmen wir halt ein bisschen. Was ein Nebel, man erkennt hier echt die Hand vor Augen nicht. Also in der Ferne erkennt man nichts, zumindestens. So. Und ich sehe auf dem Schiff, da ist so eine Schatztruhe. Oder, ja, müsste ja eigentlich auf dem Schiff sein. Adlerauge aktivieren, um nach dem goldenen Ziel zu suchen. Ja, Lee, wo bist du? Herr Kollege, ich bin hier im Wasser, du siehst mich nicht. Wie weit geht die grüne Markierung? Ja, die geht weit genug. So. Wollen wir doch mal schauen, wo du bist. So, da hinten ist er ja schon. Ich senke die Preise für Dorsch, damit er weggeht. Nee, Kollege, du haust diesmal nicht ab. In Reichweite von Lee bleiben 50 bei der Verfolgung, niemanden anrempeln. Was zum... Sag bloß, der schießt jetzt ernsthaft auf mich. Entfernung zum Ziel verringern. Ja, du, immer, ich bin dabei. Hä? Was zum... Wie? Bei der Verfolgung niemanden anrempeln? Hä? Was zum... Wie soll denn das gehen? Wie soll man denn so schnell sein? Erstens, das mit dem 50 schafft man gar nicht, weil der übertrieben schnell ist. Und mit dem Anrempeln... Ja, okay, da sind wir jetzt nur einfach gegen eingelaufen. Aber hä? Wie soll das denn funktionieren? Ach so... Vielleicht müssen wir in der Luft bleiben. Alter, ist der schnell. Sag mal, hat der irgendwelche Vitamindrops geschluckt oder wie? Hä? Wie soll man das denn schaffen? Der ist doch viel zu schnell. Hä? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich mal, wie man das schaffen soll. Ja, whatever. Dass er da drauf schießt, das weiß ich ja jetzt. So. Ich glaube, wir müssen echt auf den Dächern bleiben. Ja, Alter,
Schon das mit der Reichweite 50 schafft man einfach nicht. Hä? Wie will man das schaffen? What the fuck? Will er mich jetzt verarschen? Wir rennen doch so schnell wir können. Jetzt Moment mal. Lee verfolgen, in Reichweite von Lee bleiben, weil er verfolgt niemand anderen. Hä, wie schafft man das denn? Will er mich verkohlen? So. Wie will man das denn schaffen? So, jetzt ist er allein schon wieder viel zu weit entfernt. Ja, okay, beide optionalen Ziele schon verkackt, aber der ist einfach viel zu schnell irgendwie, habe ich das Gefühl. Also das mit den optionalen Zielen ist mir echt ein Rätsel, wie man das schaffen will eigentlich. Aber okay. Solly, Tag Kollege. Ey, ich will doch nur hier drunter, so. Bleibst du... Ey. Lee, du verhinderst nur das Unausweichliche. Kein Schaden durch das Feuerlein. Ach, hier gab es ein optionales Ziel. Wusste ich auch nicht. Hä? Kann ich jetzt mal hier hoch? Ach so. Ja, super. Okay, die müssen aber eindeutig verkackt. Was es angeht mit dem Schaden und allem. So, bleib stehen. Ja, cool. Auch gut zu wissen. Ach so, ich darf, wenn ich unter so ein Ding da durch muss, nicht Leertaste drücken, weil der sonst dann anfängt zu springen. Deswegen. Bleib stehen. Charles Lee, bleibst wohl stehen. Ich will auch dran. Komm, Kollege, das, was du kannst, kann ich auch. So. Na super. Ist ja schlau. Warum so hartnäckig? Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Da ist was Wahres dran. Aber ich finde das schon cool gemacht, wie verletzlich unser Assassine eigentlich auch in Assassin's Creed 3 ist. Wirklich mehrmals hart verwundet, mehrmals, also dass man wirklich angeschlagen ist und auch Niederlagen erlebt. Man geht da nicht durch und kriegt nie Schaden, sondern Connor hat Stichverletzungen, wird angeschossen, was weiß ich wirklich. Also das ist schon hart, was der alles erlebt. Okay, wir kommen hier noch nicht mal hoch. Und ja, das ist schon krass, auf jeden Fall, was der erlebt. Und das macht ihn auch verletzlicher und menschlicher, weil Ezio Auditore wurde ja wirklich eigentlich nie verletzt. Also der, kann man ja sagen, der ist ja wirklich ja, hat sich durchgemetzelt und er war auch sehr auf sein Ziel bedacht. Jede Mission ist ihm gelungen. In Assassin's Creed 3 muss ich wirklich sagen, ist es so, es gelingt ihm nicht alles. Es geht auch wirklich was schief und ja. Graue Nacht, weiß? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Ja, sage ich auch. Gut, die Jagd auf Lee, Sequenz 12. Die Mission abgeschlossen, keiner der Punkte geschafft. Aber es war auch wirklich irgendwie unmöglich, hatte ich das Gefühl. Also höchstens das mit dem Anrempeln hätten wir vielleicht schaffen können, aber das mit irgendwie der Zeit, das war irgendwie ein bisschen komisch.
Naja, nun gut. Immer diese langen Ladezeiten. Was zum... Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so. Alter, und kann Connor nicht ein bisschen schneller? Oh Gott, anscheinend nicht wirklich. Connor kriecht wirklich. Aber das kann ich nur nachvollziehen. Ich meine, all die Wunden, die er jetzt erlitten hat. Also so könnten wir gar nicht kämpfen. Ne, geht überhaupt nicht. So. Ich glaube, beide sind des Sprechens echt nicht mehr fähig. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, das Ende. Sehr dramatisch, aber ich glaube, er hat nicht mehr wirklich was gespürt mit der Schusswunde im Bauch. Aber auf jeden Fall sehr cool gemacht, die Endszene. Sechs Monate später haben sie es irgendwie mit ihrem halben Jahr. Warum sollten sie das hier lassen? Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken. Wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert.
Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Will den Part irgendwie mal beenden. Und ich denke mal, das mache ich ja auch. Ich sage jetzt ciao, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann geht's weiter. Bis dahin, ciao Leute.